Ja, hallo Jochen. Wir waren gerade bei einer Session hier auf dem Barcamp, auf dem Corporate Learning Camp. Du hast eine Session gegeben mit dem Titel From Socrates to Social. Und ich weiß halt auch, dass du das vorher auch verraten hast, auch als erstes gesagt in der Session. Du bist Barcamp-Neuling und du bist zum ersten Mal auf einem Barcamp und hast dich sofort getraut, irgendwie so ein Thema mit anzubieten. Und da jetzt einfach so die Frage, A, unterm Strich, hat es dir was gebracht, so ein bisschen? Es ist wirklich neu gewesen, muss ich sagen, André. Und es war spannend. Es war extrem spannend, weil man kommt in den Raum, hält nicht einfach einen Frontalvortrag oder sonstiges, sondern involviert das ganze Auditorium, was ist. Und das ist eine neue Art von sicherlich Wissensvermittlung, Wissensweitergabe. Sehr inspirierend, extrem inspirierend. Und vielleicht auch ein guter Ansatz für Unternehmen, dass sie das mal lernen sollten. Also so als Ansatz, dass man nicht einfach irgendwie einen Vortrag hält, sondern eigentlich nur sagt so, ja, ich habe eigentlich eher eine Frage, ich habe da noch keine Lösung drauf, aber diese Frage möchte ich einfach gerne mit euch diskutieren und darüber mit euch gemeinsam darüber nachdenken. Also eher so in dem Rahmen, richtig verstanden. Das ist ja das, was Unternehmen voranbringt. Wir alle haben irgendwo irgendeine Möglichkeit, aber auch ein Problem. Und wir haben nicht den Stein des Weisen. Niemand hat ihn wahrscheinlich. Aber was funktioniert, ist Teamwork. Und das übergreifend, nicht nur das vom eigenen Unternehmen zu nutzen, sondern wirklich alle Experten in einem Raum zu haben, die zu fragen und dann von ihnen auch die Antworten oder die Reflexion zu bekommen. Entscheiden muss man nachher selbst. Ja, genau. Aber diese Reflexion zu bekommen, dazu bedarf es ja halt auch noch so eine gewisse Form von Offenheit und Lust zu diskutieren, seine Themen dann damit selber einzubringen, sich selber auch dann damit einzubringen. Wie waren da jetzt so deine Erfahrungen jetzt hier in der Runde? Also als allererstes ist es neu, einfach dorthin zu gehen und zu sagen, jetzt bin ich gespannt, was auf mich einprasselt. Allerdings, es wurde schon perfekt eröffnet in dem Zusammenhang mit einer großen Offenheit und nicht Kritik an dem einen oder dem anderen üben, sondern wirklich zu versuchen, gemeinsame Lösungen auf ein Thema, auf ein spezifisches Thema, in unserem Fall hier, zu finden. Und bei uns war das Thema einfach, wie können wir mit verschiedenen Generationen des Lernens umgehen, wie können wir Wissen vermitteln und gibt es jetzt nur digital nur oder gibt es Classroom-Training, gibt es einen Mix? Und das mal so wirklich offen zu diskutieren aus verschiedenen Branchen heraus, extrem spannend. Okay, und was für ein Ergebnis siehst du dann daraus? Was gibt es denn da jetzt nun? Gibt es nun nur digitale Angebote oder gibt es nur noch reine Präsenztrainings? Hast du da ein Fazit dazu? Es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau. Das ist das, was ich rausgefunden habe und das ist auch gut so. Das war das, was wir auch dachten. Ich glaube, was das Wichtige ist, der Dialog auf Augenhöhe. Das ist das Entscheidende. Dialog auf Augenhöhe, sowohl unter den Learnern natürlich, hier Corporate Learning Camp, aber natürlich, was ich mitgenommen habe, auch im Späteren dann mit Kunden und mit Personen, die einen umgeben. Das ist das Entscheidende. Das heißt, sich wirklich auszutauschen und quasi den mündigen Lerner, den mündigen Bürger mitzunehmen, mit sich zu nehmen. Und wenn ich was will, dann muss ich ihm das einfach auch vermitteln können. Und diese Frage muss ich mir egal mit welchem Medium stellen. Also als Fazit, egal mit welchem Medium, es geht vor allen Dingen um Austausch und um dieses gewisse Maß an Offenheit, was man mitbringen muss, um sich halt auch einfach mit anderen austauschen zu können und auch austauschen zu wollen. So, eine Frage, die dann da auch nochmal in dieser Session dann da auftauchte, war unter anderem, ja, aber wie ist das denn beispielsweise bei Themen, zu denen ich mich nicht unbedingt wirklich freiwillig austauschen will, also wirklich so im Unternehmenskontext gedacht, zu Themen, bei denen ich etwas lernen muss, was jetzt nicht so unbedingt meinen primären Interessen dient, so beispielsweise so Pflichtthemen. Ich werde beispielsweise an einer Maschine unterwiesen, was ja nicht erstmal so ein Thema ist, was mir was mich selber aus dem privaten Rahmen, so aus mir selber heraus nicht so interessiert. Gab es da irgendwelche Ansätze dazu, wie das angegangen werden kann? Also die Ansätze, die es daraus gab, bei uns bezieht sich das Beispiel, du hast Maschinen gesagt, André, bei uns ist jetzt beispielsweise aufsichtsrechtliche Themen, die immer mehr werden, wo sich manch einer sagt, naja, muss ich mich auch noch damit oder jemand beschäftigen? Ja, du musst und du musst es können. Das heißt, was rauskam aus der Session war, bietet unterschiedliche Möglichkeiten für unterschiedliche Personengruppen, vielleicht Altersstufen, Personengruppen an, um diesen Inhalt zu lernen. Das heißt, es kommt auf den Inhalt drauf an, ist das, was ich mitgenommen habe. Und ich muss die Möglichkeiten bieten, in unterschiedlicher Art und Weise auf den Lerner einzugehen, damit er sich das Beste rauspicken kann am besten und das dann umsetzen kann. Okay, ja, also auf den Lerner eingehen, damit er sich das Beste rauspicken kann. Ja, ganz klar, Lernenzentrierung. Sehr schön. Ja. Der Lerner hier ist der Kunde. Der
Mein Kunde ist der Lerner, das ist das. Ja, schön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.